Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 22. März. Heute dabei Apples Frühjahrsputz, Samsung Bixby, Android O, Amazon Kindle, Spotify und Podcast. Fangen wir mal mit dem ganz großen Thema an, der Frühjahrsputz bei Apple. Die haben gestern mal soeben schnell eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt. Also keine kompletten niegelnagelneuen Produkte, sondern eher Produktpflege betrieben. Das größte Produkt oder die größte Änderung dabei ist das iPad. Das iPad heißt auch nur noch iPad und ersetzt das iPad Air 2. Es hat halt einen A9 Prozessor und das Display ist weiterhin 9,7 Zoll. Fängt bei $329 bzw. 399 Euro an. Und ist damit nun das Einsteiger-iPad aus dem Hause Apple. Denn iPad Mini, da gibt es ja kein aktuelles neues und auch kein günstigeres. Da wurden ja die Preise nicht angepasst. Das liegt nach wie vor in Europa bei 479 Euro. Ansonsten wurden aber bei den anderen Geräten Speicher und Preise durchaus verändert. Für Details verweise ich euch auf den Artikel, den ich in den Shownotes verlinkt habe, den unser Jan für den Apfeltalk geschrieben hat. Ein anderes neues Produkt, was mich persönlich auch durchaus angesprochen hat, ist das iPhone 7 in Rot. Das ist auch, ja, also nicht nur das iPhone 7, sondern auch das iPhone 7 Plus gibt es in Rot. Und Rot ist natürlich wieder das Product Red, also unterstützt die AIDS-Hilfe oder AIDS-Forschung aus dem Hause, in Anführungsstrichen Product Red, wo ein Teil des Erlöses direkt an ja die Jungs und Mädels dort gehen. Zusätzlich gibt es neue Apple Watch Armbänder in verschiedenen Farben und auch neue Farben für Hüllen in Silikon oder auch in Leder. Dabei sind die Preise eher unverändert wie vorher. Hier ändern sich eigentlich nur die Farben und das Angebot wird erweitert. Wie gesagt, für Details guckt euch gerne den Artikel an, beziehungsweise lest ihn euch auch gerne durch, nicht nur angucken. Ein paar Bilder sind auch drin und dann wisst ihr da Bescheid. Damit war es aber nicht getan, denn Apple hat auch noch eine neue App vorgestellt, und zwar die App Clips. Und Clips ist, jetzt kann ich es halt wieder sagen, wie es so oft halt auch immer gesagt wird, Clips ist so eine Art Snapchat, in dem Sinne ist es halt kein eigenes Netzwerk, aber es nimmt Kurzvideos auf, die man dann halt auch mit Filtern versehen kann, Sticker draufpacken kann, und dann kann man die ins soziale Netz seiner Wahl hochladen. Die App soll im April kommen. Und es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Die spannendste Funktion finde ich Sprache zu Text. Und das ist, dass eingesprochener Text direkt von Apple erkannt wird und in einen Text, also eine Texteinblendung umgewandelt wird, die man dann wahrscheinlich auch noch editieren kann. Also warten wir ab, bis die App draußen ist und dann können wir uns mal angucken, wie das funktioniert. Und die App soll ab dem iPhone 5S laufen und auch auf einem iPod Touch der 6. Generation, allen iPad-Modellen ab dem Air sowie dem iPad Mini ab der 2. Generation. Also ganz vieles bei Apple passiert. Das hat gestern Abend halt auch, oder gestern Nachmittag schon, fing es ja schon an, die News bestimmt. Und da gehen andere News teilweise unter. Aber wir haben natürlich aufgepasst, denn unter anderem hat Samsung auch den Sprachassistenten Bixby vorgestellt. Also Siri, Cortana und Alexa bekommen einen neuen Kollegen und das ist der Bixby. Der soll Ähnliches tun wie die anderen Sprachassistenten. Also wahrscheinlich wird Samsung wieder ein paar Features herausstellen, die anderen wahrscheinlich dann nicht so toll können. Aber dann schauen wir einfach mal, wie es dann wirklich ausschaut, wenn das Galaxy S8 vorgestellt wird. Denn das ist das erste Samsung-Smartphone, was dann auch einen expliziten Bixby-Knopf haben wird. Android. Der dritte im Bunde, oder was heißt der dritte? Das Samsung Galaxy läuft ja auch mit Android. Aber die dritte große Nachricht nach Apple und Samsung ist Android. Die haben dann mal eben locker flockig heute auch ohne viel Tamtam das Android O freigegeben. Also als Developer Preview, sprich jetzt nicht einfach nur für das normale Volk, sondern wirklich für Entwickler oder die, die sich über den Entwickler-Account einfach immer das neueste Android angucken möchten. Die können das nun runterladen. Es läuft auf einer ganzen Reihe von Nexus- und Pixel-Geräten. Für die Details verweise ich euch wieder auf den Link, den wir in den Shownotes drin haben, der euch zu einem Artikel führt mit allen Details und auch wirklich, was dann Android O auch mitbringt.
Nächstes Thema, Amazon. Also heute haben wir wirklich alle Großen dabei. Amazon hat die iOS-App geupdatet. Und das interessantste Feature dabei ist, es gibt nun einen Send-to-Kindle. Ja, nicht Button, aber eine Send-to-Kindle-Funktion für iOS. Und wenn man jetzt in Safari ist, auf einer Webseite, dann kann man über das Sharing-Feature von iOS nun direkt zu seinem Kindle eine Webseite schicken, die dann auch entsprechend aufbereitet wird, damit man diese auf dem Kindle vernünftig lesen kann. Das kann man dann natürlich sogar witzigerweise mit der iOS-App benutzen und nicht nur mit einem physischen Kindle. Das Gesamte ist dann schwarz-weiß, schön zum Lesen aufbereitet für unterwegs und man hat es in seinem Archiv. Spannendes Feature, das mir sehr gelegen kommt und wo ich mich auch drauf freue, wenn ich das testen kann. Letzter Punkt für heute ist Spotify. Spotify haben sich unter anderem ja auch an das Thema Podcasts rangetraut und die haben gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk eine Aktion gemacht, einen Aufruf gestartet, wo nach neuen Formaten gesucht wurde und hier wurden nun 10 Formate vorgestellt, aus denen man nun wählen kann und die 3 Gewinner am Ende, die meisten Stimmen haben, die können dann gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk eine mehrteilige Staffel des Podcastes halt produzieren. Und der wird dann natürlich auf Spotify angeboten. Ob das jetzt wirklich noch so im Kern wirklich Podcasts sind oder man sich jetzt hier über Begrifflichkeiten streiten kann, ich lasse es mal dahingestellt. Aber ich finde es halt einfach schön, wenn das Thema Podcast ein bisschen weitergetrieben wird. Denn ihr hört ja auch gerade einen Podcast und wir produzieren einen Podcast. Das wird ja die ganze Szene in Anführungsstrichen durchaus bekannter machen. Auch einen breiteren Markt, mehr Zuhörern eventuell nahegebracht und da haben wir alle was davon. Und das war es jetzt auch für mich. Heute, also wie gesagt, viele Hinweise zu den Links in unseren Shownotes, da könnt ihr echt nochmal tiefer reinsteigen. Mitte der Woche, ich danke euch fürs Zuhören, hoffe wir hören uns morgen auch nochmal und bis dahin sage ich ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.